Wunderbar. Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons. Ihr seht, wie stressig es ist. Ich habe mal wieder nur ein einziges Leben. Aber immerhin habe ich die zwei Deppen jetzt besiegt. Geisteskrank schwer. Nie wieder tue ich das. Oh. Bin tot. Okay, kommen wir erstmal dazu. Wie wäre es damit, mal krasses Item zu sammeln? Eine strongere Rüstung? Würde ich grundsätzlich mal nichts gegen haben. Muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen. Wenn man da so ein bisschen da reinstecken kann. Vielleicht noch mehr Heilung. Da noch eins und... Fühle ich halt überhaupt nicht, ganz ehrlich. Will ich noch einmal einen abprallen oder doch lieber hier nochmal was? Nee, komm, einmal einen abprallen. So. Kurz meine Waffen, die Hochland-Axt, verzaubert. Liebesrüstung, die Splitterarmbrust für schnelles Schießen. Und wieder der Eisstab. Bienen habe ich diesmal leider nicht dabei. Kommen wir zum nächsten horrifying Level, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Okay. Reaper Two-Hit, das ist schon mal nicht schlecht. Heißt aber nicht, dass ich in meinem eigenen TNT-Radius jetzt sterben möchte. Okay, Slam, wär's mir hinten ein paar Zombies weg. Wegrollen, der Creeper. Der reißt aber ein paar andere mit, was ich sehr schön finde. Zack. Spinne darf uns nicht kriegen wegen den Creepern. Gibt's überhaupt noch welche? Oh, und wenn es keine gibt, jetzt sind bestimmt welche gesprochen. Die Geister müssen ganz dringend weg. Habe ich gehört. Wunderbar. Was die Ketten genau bringen, ich weiß es nicht. Die halten die Gegner halt kurz fest. Aber dafür habe ich ja sowieso Betäubung. Vielleicht verbindet es auch den Schaden irgendwie, den die Gegner nehmen. Falls einer so 5 Schaden kriegt, wird das vielleicht aufgesplittet. So protektorenmäßig. Keine Ahnung. Hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen. Kleine Spinne, bist jetzt aber auch tot hier. Tschüss. Wunderbar. Geht ganz, ganz entspannt hier weiter. Wo muss ich hoch? Hier links. Ne, hier. Und hoch. So, jetzt vielleicht mal... Oh, ein Heil-Item. Oh, aber der Anker, der catcht. Der Anker catcht. Aber der hat halt nicht... Nee, lohnt sich nicht. Wir nehmen... Auf B. Nein. Da drüben. Nehmen wir einmal eine frische Heilung. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll. Oh, oder noch nicht. Okay, erstmal ein paar Slimes. Da kann man aber gut hier mit dem hier reinschieben. Grundsätzlich vielleicht mal so einen Heilradius reinzünden. Zack. Den Abstand nehmen. Wir sind auf Fernkampf. 130 Pfeile haben wir noch. Die werden jetzt aber auch erhöht, weil hier liegt ein Pfeilbündel. Wunderschön. Jetzt kommen hier noch so ein paar kleine Skelette. Die denken, sie wären krass. Sind sie aber nicht. Ja, doch. Also ich sag mal so, wir sind strong ausgerüstet. Ob wir jetzt bis zum Boss hochkommen? Ich bezweifle das einfach mal ganz stark. Aber man kann es ja mal probieren, ja. Ui, ein Leuchtfeuer hätte ich schon Bock drauf. Na komm, nehmen wir das doch. Auf X. Stopp. Ich war noch nicht so weit. Ich wollte noch ein bisschen upgraden. Warte doch mal. Mehr Schaden durch Feuer. Ach komm. Dann steppen wir auch runter. Wo ist die Treppe? Ja, ihr spawnt da unten schon mal alle. Nein, bitte keine Hochlandkriegers. Ich höre sie doch schon da unten. Y reindrücken. Kommt ihr nur hoch. Zack. Schön erstmal den hier. Ja, oh mein Gott. Okay. Ich
hab's kapiert! Ich hab nur noch ein Leben, müsst ihr wissen. Deswegen finde ich das überhaupt nicht nah. Oh mein Gott! Gegner gespammt auf Doom, aber hier ein Y reinzünden? Bumm! Ah ja. Das ist doch schön. Nein, 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 nein. Ah. Er darf mir nicht zu nahe kommen. Bitte! Oh, oh Brot, Brot. Ganz, ganz. Wir atmen komplett durch. Wir gehen das ganz entspannt an. Hier mal schön das Mikrofon zurechtschieben. Wir sind ganz entspannt heute mit dabei. Wir überlegen nicht groß. Wir sterben direkt. Wunderschön. Wir könnten auch hier so ein Y reinzünden. Und dann die Zeit ausnutzen, in der sie gestunt sind, ein bisschen zu hämmern. TNT. Noch eins. Ich bin im Radius. Jetzt nicht mehr. Wunderschön. Down wie kaputte Sachen. Da sehe ich dich, Ninja. I'm coming to you. I'm gonna fight against you. Du kannst hier mal gar nichts kommen. Mal, dass du wegkommst. Bam. Strong. Muss ich heilen? Nee, muss ich tatsächlich nicht. Ist schön. Und auf X können wir jetzt auch endlich mal unseren Hyperlaserstrahl der Vernichtung zünden. Wichtig. Was ist denn arg unterlevelt? Von der Bogen, weil der ist noch Level 70. Ja komm, dann nehmen wir doch einen neuen Bogen. Warum denn auch nicht? Einfach mal einen neuen Bogen nehmen. Oh, 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 ho, ho, ho. Explosion. Bisschen mehr Pfeile. Das sehe ich uns. Das sei höher und das sei höher. Oh, ist zu teuer. Soll ich sparen oder soll ich volle Kanne hier reindrücken? Gewährt dir mit einer sofortigen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sofort nach einem Schuss einen neuen Pfeil. Da aufgeladene Schüsse machen die abgeteilt. Nee, lass uns mal sparen. Ja, ja. Oh, aber hier ist Wind und darauf habe ich ja wirklich mal gar keinen Bock. Warum bist du da hochgesteppt? Hör auf damit. Stopp, erst pusten lassen und dann weiter hoch. Och, jetzt ist das hier so ein Jump-and-Run-Parcours oder was? Was ist denn das? Oh, oh. Hört sich's aber krass nach Überfall an. Oh mein Gott, da geht's doch direkt schon los. Ja, ich soll, John muss weg, bevor er uns sieht. Wunderschön. Du Leute, am besten auch noch. Ich finde es immer schön, dass die Isolager uns nicht sehen, weil sie uns den Rücken zudrehen. Oh, die Bären machen uns schneller. Hier mal so einen Heilradius zünden, weil da kommt gerade echt viel hoch. Aber entspannt bleiben, Leute. Wir wollen hier ganz ruhig finishen. Das war's schon. Oh, ich muss jetzt hier aber wieder ein bisschen... bitte nicht runterpusten. Ich glaube, hier runterpusten nicht so schön. Ich warte nochmal einen Zyklus ab. Ganz entspannt, Leute, ganz entspannt. Oh, 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 jetzt wird's aber schon wieder saftig für eine Nahkampfwaffe. Aber bis jetzt haben wir noch nicht so die Probleme, hätte ich gesagt. Echt eine neue Rüstung? Ja, die kann nicht mehr als das. Aber halt mehr Seelen und durch unseren Laser machen wir Seelen. Wir nehmen die, komm. Da waren schon Pflanzen. Fehlt eine Anzeige. Dankeschön. Ich sehe mich bei Geschossabwehr. Nochmal eins reindrücken. Ja. Mehr Schaden durch unsere Seelenkanone. Ja, und Geschossabwehr sowieso strong, vor allen Dingen bei Skeletten. Die meinen, sie wären krass, weil sie mit ihrem Bogen angeben können.
Ja, und Slimes, die irgendwie echt gut Damage machen können. Oh mein Gott, die Slimes sind Krebs. Echt, das ist ganz schlimm. Was ist denn das hier? Hallo. Die machen kaum Damage. Aber halt, wenn es viele sind, machen sie halt wieder viel Damage. So. Und jetzt die Skelette schön eins nach dem anderen hier raus. Wie so eine Melone mitnehmen. Zack. Ja, noch so eine hohe Pflanze hier. Komm, so einen ab. Du bist noch da. Dich habe ich gar nicht gesehen. Und noch eine. Ah, da oben ist noch ein Skelett. Ich will hier nur durch. Dankeschön. Okay. Oh, 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 das ist sehr stark, das ist sehr stark. Brauche ich nicht. Ich überlege, ob ich eine Nahkampfwaffe möchte. 600 Schaden und du machst 200, ja. Nein, das wollte ich nicht. War jetzt nicht so. Okay. Dich sehe ich auf jeden Fall. Verbrennung. Echo. Pockwelle. Das ist Explosion. Es tut mir leid, dass ich mich immer so bewegen muss. Ah, machen wir doch nochmal hier einen rein. Und... können wir nicht mehr. Doch, hier ein Feuer noch. Okay. Nee, ich wollte warten, bis mein Totem wieder da ist. Sonst ist das komplett unnötig, hier reinzusteppen. Wir sind in Stock 17 von 18. Genau, von 30. Mal gucken, wie viele Folgen es hier zu geben wird. Oh, die Shockwave macht ja voll den guten. Da lohnt es sich ja selbst zu schlagen, wenn gar keine Gegner da sind. Aber nicht bei Creepern. Och nee. Okay, erstmal kurz heilen hier. Ganz entspannt. Ah, raus aus dem TNT. Nein, da explodiert was. Ich bin hier eingesperrt. Was ist denn das? Ja, so viel Zeit dazu. Wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Dafür bekommen wir aber eine Phantomrüstung für unser Normal Game. Und ich glaube sogar, dass sie schlechter ist. Hat sich der Tower Run gelohnt? Wir werden es jetzt erfahren, wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Da ist ja auch die Phantomrüstung. Die ist halt wirklich schlechter als unsere aktuelle. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber nun gut. Wir werden uns dann... im nächsten Video bin ich mir zu 200% sicher, um die neuen Halloween-Items kümmern, die ja dann verfügbar sein sollten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Mir hat es nicht so gefallen, für mich war es viel zu stressig. Abonniert den Kanal, ihr wisst Bescheid. Und ich lasse euch jetzt den Abend kommen. Genießt den Rest des Abends noch. Ciao, ciao. Leute. Ohlala.